Vorweg schicken möchte ich einen Gruß der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Ich bin deren Vorstandsmitglied und wir haben uns kurz besprochen, also die oberste Fachgesellschaft, die es für die Lunge in Deutschland gibt. Und wir wollten ganz, ganz herzlich die Veranstalter, die Organisatoren, Frau Lingemann, Herrn Lingemann grüßen und auch von der DGP ganz, ganz herzlichen Dank zum Ausdruck bringen, dass Sie alljährlich solche Veranstaltungen hier auf die Beine stellen. Und ich glaube, das ist ganz extrem hilfreich, auch für die Patienten, dass wir pneumologisch wirklich vorwärts kommen in Deutschland. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Organisatoren und den Gruß von der DGP. Dann komme ich kurz zu meinem Vortrag. Mit dem Langzeitsauerstoff und so weiter sind wir ja schon mitten in der Gerätetechnik drin und wir bleiben bei der Gerätetechnik und ich reduziere mich aber auf wenige Patienten. Also das, was jetzt kommt, ist keine Behandlung für die ganz große Gruppe der COPD-Patienten. Sie wissen ja, den Langzeitsauerstoff haben eigentlich auch nur diejenigen, die in höheren Krankheitsstadien sind, die weiter betroffen sind. Und jetzt wären es im Grunde noch weniger Betroffene, die von der Technik profitieren, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, nämlich der Beatmung, der Langzeitbeatmung oder der nicht-invasiven Beatmung. Und Sie haben vielleicht schon alle möglichen technischen Ausstattungen zu Hause von Inhalationsgeräten im Sauerstoff, was wir gerade gehört haben, den Inhalationshilfen, den Physiotherapiehilfen und so weiter. Und wir sind wirklich weit, weit fortgeschritten jetzt im gedanklichen Krankheitsbild. Aber Sie müssen wissen, dass es sowas gibt. Wir wollen alle hoffen, dass Sie jetzt nicht in diese hohen Stadien kommen, aber Sie müssen zumindest wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir sprechen nicht vom Sauerstoffgeben, sondern wir sprechen von Beatmung. Und Beatmung heißt, der Patient kriegt eine Maske, also ungefähr sowas, eine Maske, die einigermaßen luftdicht auf dem Gesicht sitzt. Und diese Maske ist hier angeschlossen mit einem Schlauch oder hier mit diesem Schlauch, der geht an ein Gerät, das sieht eben so aus, das ist das andere Ende des Schlauchs. Und das ist gut Schuhkarton groß, steckt zum einen voller intelligenter Elektronik und zum anderen kann das eben pusten. Das wird in der Klinik angepasst, das wird ganz, ganz individuell auf jeden Patienten angepasst. Das braucht auch einen Klinikaufenthalt, der dauert 2, 3, 4, manchmal mehr Tage, wo man genau guckt, was passiert oder in welcher Ausgangssituation ist der Patient, was passiert mit welcher Einstellung in diesem Gerät. Kann der Patient damit dann auch nachts schlafen, was beabsichtigt ist? Wir wollen am Schluss sogar rauskommen, dass der Patient uns am anderen Morgen sagt, die Nacht ist besser, wenn ich mit meiner Beatmung, also mit meiner Maske schlafe. Aber das geht sozusagen von der Geräteeinstellung nicht im Vorbeigehen, sondern der Patient wird in der Klinik ganz individuell auf ein ganz bestimmtes Gerät eines ganz bestimmten Herstellers eingestellt und dieses Gerät wird programmiert mit der ganzen Reihe von Parametern, was eigentlich ärztliche Aufgabe ist, also was wirklich vom Krankenhaus, vom Arzt direkt festgelegt werden muss. Also die für einen Anwender sieht das ungefähr so aus, Maske hier über Mund und Nase, das sind die Dinger, die am besten funktionieren. Wir haben es hier mit einem ganz leicht positiven Luftdruck zu tun, deswegen sollte die Maske auch einigermaßen luftdicht sein und auch die Masken müssen sehr gut ausgewählt werden und gut angepasst werden, damit eben, also jeder hat ein anderes Gesicht und eine andere Oberfläche, damit die Maske entsprechend gut für den Patienten passt. Hier etwas historischeres Modell. Sie sehen, es gibt Masken, die gehen auch nur über die Nase. Der Mund bleibt frei. Und es gibt auch Modelle, die gehen nur über Mund und treffen hier die Nasenlöcher und das Sichtfeld bleibt frei. Die da funktionieren am besten, aber es hängt immer davon ab, was der Patient am besten tolerieren kann. Und das muss man einfach ausprobieren. Das dauert seine Zeit und das braucht eben sozusagen individuelle Anpassung. Und was wir mit diesen Masken machen, ist eigentlich nicht eine Behandlung der Lunge, sondern wir behandeln das Zwerchfell. Warum jetzt das? Sie sehen hier den Brustkorb. Das ist das Herz in der Mitte, hier ist ein Lungenflügel und hier ist der andere Lungenflügel. Und diese Linie hier unten ist das Zwerchfell. Und bei der Ausatmung sitzt das Zwerchfell relativ hoch. Und bei der Einatmung geht das Zwerchfell nach unten, also Richtung Bauchwärts. Damit wird die Lunge auseinandergezogen. Die Lunge wird sozusagen größer und es entsteht bei der Einatmungstätigkeit ein Unterdruck in der Lunge, was die Atemluft
in jedem Atemzug in das Organ Lunge hineinzieht. Und bei fortgeschrittener COPD ist es jetzt so, dass natürlich die COPD als Erkrankung, die ist im Organ Lunge. Und es entsteht ein sogenanntes Lungenemphysem, das heißt auf Deutsch, die Lunge wird von ihrem Volumen größer. Und wenn das in weit fortgeschrittenem Stadium der Fall ist, dann bedrängt irgendwann diese COPD-Lunge, die bedrängt auch das Zwerchfell, sodass das Zwerchfell nicht mehr in der Position ist, wo es hingehört und auch nicht mehr so kräftig durchatmen kann. Der Mensch macht am Tag so ungefähr 15.000 Atemzüge, 15.000. Das heißt, dieses Zwerchfell als wichtigster Atmungsmuskel zum Ein- und Ausatmen, der hat 15.000 Mal am Tag was zu tun. Und wenn diese Muskelfunktion, wenn diese Einatemtätigkeit jetzt gestört wird durch die veränderte Lunge, dann kriegt irgendwann auch das Zwerchfell ein Problem. Und dagegen hilft Beatmung. Dagegen helfen nicht die Medikamente, dagegen hilft nicht der Sauerstoff, sondern wenn das Zwerchfell eben seine 15.000 Atemzüge nicht mehr kräftig durchzieht, sondern wegen der Lunge schwächelt, dann kommt Beatmung ins Spiel. Dann kommt die positive Druckbeatmung, also der positive Luftdruck aus diesem speziell individuell programmierten Beatmungsgerät über den Schlauch, über die Maske, über die Nase, über den Mund, über die Luftröhre und dann wird die Luft sozusagen mit positivem Druck in die Lunge hineingebracht und damit muss das Zwerchfell selber gar nicht mehr so tief einatmen, sondern diese mechanische Arbeit, Atemarbeit kommt vom Beatmungsgerät oder kurzum gesprochen, der Patient bekommt die Luft, er kriegt sie appliziert, ohne dass sein Zwerchfell voll durchziehen muss. Und das ist die gleiche Geschichte nochmal in anderen Bildern. Hier ist eine normale Situation, auf der linken, hier, dieses hier ist eine normale Situation mit einer normalen Lunge, mit einem normalen Lungengewebe und beim normalen Menschen ist diese schwarze Linie hier das Zwerchfell und das Zwerchfell ist hier seitlich an der Brustkorbwand befestigt und es zieht dann hier muskulär, zieht es hier nach unten und dann geht die untere Lungengrenze nach unten und dann atmet der Patient normal ein. Und bei dem schweren COPD-Patienten, der dieses Lungenemphysem hat, das sagte ich schon, Lungenemphysem heißt, das Organ Lunge wird größer. Gucken Sie sich diese Lunge an, in hellgrau, gegenüber der gesunden. Die Lunge wird von ihren Ausmaßen deutlich größer. Sie ist mehr lufthaltig und sie wird größer. Und die Lunge drängt den Raum nach unten, drängt sozusagen Richtung Bauchwärts, aber damit drängt sie auch das Zwerchfell nach unten. Und das Zwerchfell ist in der Ausgangsposition nicht mehr so wie ein Dom, sondern es ist abgeflacht. Und dieses abgeflachte Zwerchfell kann eben nicht mehr so gut und kräftig 15.000 Mal am Tag atmen, wie in der gesunden Situation. Und das ist, fairnesshalber gesprochen, bei vielen COPD-Patienten gar kein Problem. Bei den leichteren, bei den mittleren Krankheitsstadien ist das kein Problem und kann ausgeglichen werden. Nur bei den ganz schweren Stadien kommt das zusätzlich als Problem noch hinzu, dass eben das Zwerchfell nicht mehr kräftig durchatmen kann. Wir können das messen. Wir können das in der Klinik und in der Praxis sehr einfach messen. Und zwar, Sie kennen wahrscheinlich alle die Blutgasanalyse, die in der Regel aus dem Ohrläppchen Blut entnimmt, was dann speziell gemessen wird. Und aus dieser Blutgasanalyse sehen Sie auch den Sauerstoffgehalt. Ja klar, dafür wird es sogar meistens gemacht. Aber aus der gleichen Messung sehen Sie auch den Gehalt des Kohlendioxids, den Stand des Kohlendioxids im Körper. Und am Kohlendioxid erkennen wir, ob die Atempumpe schwächelt. Also ob diese ganze Geschichte ein Problem ist, erkennt der Arzt aus der Blutgasmessung dem Kohlendioxid. Und dann gibt es noch weitere Parameter in dieser Blutgasmessung, aus der es indirekt Rückschlüsse gibt, ob der Patient dieses Problem hat. Und wenn er dieses Problem hat, also sprich ein erhöhtes Kohlendioxid, und wenn sich das sogar in mehreren Messungen, die alle paar Wochen oder in Monaten Abstand wiederholt und zeigt, das war jetzt nicht nur mal ein ganz kurzes Problem, weil er die Treppe hochgegangen ist, sondern der Patient ist dauerhaft hyperkapnisch, hat dauerhaft ein erhöhtes Kohlendioxid, dann wäre das die Situation, dass wir neben allen anderen Maßnahmen auch noch über eine Beatmungstherapie, eine nicht-invasive Beatmungstherapie nachdenken müssen. Und das ist so einer der Kandidaten, der hatte eben ein erhöhtes Kohlendioxid, der hat diesen weißen Kasten da, das ist das Beatmungsgerät, der Schlauch geht hier raus, der kommt hinterm Buch hier wieder her, die Maske geht über Mund und Nase. Und der Patient ist gedanklich wo ganz anders. Der liest ein Buch und die ganze Technik läuft sozusagen nebenbei und nebenher, weil eben heutzutage die Beatmungsgeräte so intelligent sind oder sein sollen, dass sie ganz, ganz fein erkennen, wie atmet denn der Patient? Atmet der schnell? Atmet der langsam?
Atmet der tief durch? Atmet der flach? Ist er im Schlaf? Also wir sagen ja, wir wollen nicht nur tagsüber, wir wollen auch nachts die Anwendung haben. Im Schlaf atmet der Mensch automatisch anders, mit anderem Atemmuster als tagsüber. Und genau das checkt das Gerät für jeden Atemzug neu innerhalb von wenigen Millisekunden und schiebt dann genau so viel Beatmungsluft Richtung Patient, wie eben für den entsprechenden Atemzug gerade erforderlich ist. Der COPD-Patient hat mehr Schleim in der Lunge, er hat weniger Schleim in der Lunge. Danach richtet sich das Beatmungsgerät. Er hat seine Sprays genommen oder er hat es vergessen. Also die Lungendurchgängigkeit, der Atemwegswiderstand, der kann variieren von Minute zu Minute zu Stunde. Und die Technik ist inzwischen so weit, dass man das sozusagen ausgleicht, dass der Patient wirklich nicht eine Last hat durch diese zusätzliche Beatmung, sondern irgendwas liest und nebenbei sich beatmet. Das ist der Idealzustand, in dem man hin will. Und was ist unser Ziel? Und jetzt wird es sozusagen mehr wieder aus der allgemeinen ärztlichen, aus der wissenschaftlichen Perspektive. Wir wollen mit all diesen Maßnahmen in erster Linie die Lebensqualität verbessern. Und die lässt sich messen. Und das ist ganz am Anfang, das ist vor 10 Jahren mal geguckt worden. Man kann messen, wie hoch ist die Lebensqualität. Und man hat die Lebensqualität von Patienten gemessen, ehe sie eine Beatmung gekriegt haben. Die hatte eine bestimmte Höhe. Und dann hat man die gleiche Messung, das macht man mit Fragebögen, nach einem Monat wiederholt und dann ging es zack, die Lebensqualität schon deutlich nach oben. Und dann hat man nach 12 Monaten, nach einem Jahr die gleiche Messung nochmal wieder gemacht, dann hat sich gar nichts geändert. Das heißt, innerhalb von einem Monat, also innerhalb von relativ kurzer Zeit, haben diese Patienten gesagt, ja, das bringt mir was, das geht deutlich besser. Wenn wir Richtung Lebensqualität gucken, ist das wichtig und das ist für den Patienten der wichtigste Parameter. Die wissenschaftliche Welt und auch die Kostenträger sind da wesentlich hartleibiger. Und das, was ich Ihnen hier zeige, ist gar nicht so arg neu. Das gibt es so seit den 90er Jahren, also so seit 25, 30 Jahren. Und wir standen aber schon an dem Punkt, wo die Kostenträger gesagt haben, wir wollen das gar nicht zahlen, das ist nicht sehr teuer. 4 Tage, 5 Tage Krankenhausaufenthalt, die Geräte, da kommen mal 10.000 Euro zusammen. Und es gab das Problem, dass die Kostenträger gesagt haben, wir wollen das jetzt vielleicht nicht zahlen, wenn ihr uns keinen wissenschaftlichen Hinweis gebt, dass es auch wirksam ist. Dann sagt mir, jawohl, Lebensqualität ist ganz wichtig, aber was noch viel wichtiger ist, um es messen zu können, um es hart, kalt messen zu können, ist, überleben die Patienten damit besser. Und das konnte sich ganz gut zeigen lassen, sodass es eben eine Studie gab, die weltweit die nicht-invasive Beatmung, glaube ich, ganz gut etabliert hat, wo man geguckt hat, also der Ausgangspunkt von dieser Studie war, dass man gesagt hat, wir behaupten jetzt einfach, der langfristige Einsatz von dieser nicht-invasiven Beatmung bei Patienten mit fortgeschrittener, schlechter COPD macht die Sterblichkeit besser, reduziert die Gesamtsterblichkeit als harten Parameter. Da kann man nicht diskutieren, ob es vielleicht... Das ist hart. Und das ist rausgekommen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und zwar hat man 1 Jahr lang Patienten mit wirklich nicht invasiver Beatmung behandelt, ungefähr 100 Patienten. Und 1 Jahr lang genau gleich kranke Patienten in der gleichen Situation geführt. Die haben die gleiche Behandlung gekriegt, nur keine Maske. Die haben keine Maske gekriegt und die anderen haben Maske gekriegt. Und man hat nur bei ungefähr 200 Patienten beobachtet, wie ist deren Überleben. Als harten Parameter. Und man hat gesehen, es gibt natürlich in beiden Gruppen schwerkranke Patienten. Gab es in beiden Gruppen Patienten, die im Laufe dieser Beobachtungszeit von 1 Jahr verstorben sind. Und jedes Mal, wenn die Treppenstufe 1 nach oben geht, war ein Patient, dessen Versterben gemeldet worden ist. Und in dieser unteren Kurve, diese dunkelrote hier, das sind die Patientengruppen aus dem Bereich der beatmeten Patienten. Und dieses hier sind die Versterbensereignisse derer, die diese Beatmung nicht gekriegt haben. Und man hat nach 1 Jahr sozusagen gesehen, von 100 Patienten mit Maske waren 12 verstorben und von 100 Patienten ohne Maske waren 31 verstorben. Und jetzt brauchen Sie schon keinen Statistiker mehr. Jetzt können Sie schon sehen, da liegt ein Riesenvorteil drin hinsichtlich der Sterblichkeit. Und das war sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene, hat man damit quasi die Zweifel geknackt. Und wir haben aber auch nach Lebensqualität geguckt, weil uns bewusst ist als Ärzte, dass wir Patienten mit weit fortgeschrittenen Krankheitsbildern, es geht auch um Zeit, aber es geht vor allem im schweren Krankheitsstadium um Lebensqualität. Und in beiden Gruppen,
die Maske gekriegt haben und die Maske nicht gekriegt haben, gab es welche, die gesagt haben, meine Lebensqualität ist besser oder sie ist schlechter. Und das sind die ohne Maske. Und da gab es den blauen Balken derer, die gesagt haben, oh ja, innerhalb dieses Jahres habe ich mich verbessert. Und es gab bei der Beatmungsgruppe auch welche, die gesagt haben, oh ja, innerhalb dieses Jahres habe ich mich verbessert. Und Sie sehen, die sich verbessert haben, das sind deutlich mehr in der Beatmungsgruppe gegenüber der Vergleichsgruppe. Und dann gab es in jeder Gruppe auch welche, die gesagt haben, oh Gott, ich habe mich sicher verschlechtert in diesem letzten Jahr. Das waren so viele bei den Nichtbeatmeten und auch bei den Beatmeten gab es Verschlechterer, aber das waren deutlich weniger. Das ist sehr grob gesprochen und sehr oberflächlich geguckt, aber wir haben auch eindeutige Signale, dass wir die Lebensqualität von den allermeisten Patienten damit zumindest günstig beeinflussen. Das Ähnliche, was wir hier in Deutschland gemacht haben, ist immer schön, ist in Großbritannien auch nochmal wiederholt worden. Die sind ein bisschen anders herangegangen. Die haben Patienten, die, sage ich mal, auch chronisch stabil mit den entsprechenden Kriterien waren, beguckt. Und zwar nicht nur, wie versterben sie, sondern wie oft müssen die wieder ins Krankenhaus. Wie oft werden sie zum Notfallpatienten, die ungeplanterweise ins Krankenhaus müssen? Und auch da gab es erhebliche Unterschiede zwischen Patienten, die zu Hause praktisch alles gekriegt haben, Sauerstoff und Beatmung. Und da war die Häufigkeit, dass die ins Krankenhaus mussten, deutlich niedriger als bei den Patienten, die keine Maske gekriegt haben. Und wenn man guckt, die Hälfte der Patienten, die Maske gekriegt haben, die mussten dann ins Krankenhaus, das war so ungefähr nach gut 4 Monaten. Da hat es die wieder erwischt, sage ich jetzt mal. Aber wenn man bei den Patienten guckt, die keine Maske gekriegt haben, hat es die Hälfte erwischt, schon gut nach 1 Monat, nach 5 Wochen. Das heißt, man holt auch Zeit raus, man schafft es, die Abstände zwischen Notfallbehandlungen mit dieser Maßnahme noch zusätzlich zu vergrößern. Sodass ich insgesamt zusammenfassen möchte, die nicht-invasive Beatmung ist kein Hexenwerk, ist kein Wunderwerk, ist eine Therapiemaßnahme, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, die wir mit zusätzlicher Evidenz unterstreichen können. Das ist das, was wissenschaftliche Studien sind, dass wir sozusagen auch hinwegkommen über die ganz natürlichen Zweifel und das Hinterfragen, das es natürlich immer gibt, wenn Sie neue Therapien machen oder neue Therapien propagieren. Wir sind, was diese wissenschaftlichen Zahlen betrifft, auf relativ gutem Boden. Wir sehen auch eben in dem Parameter Lebensqualität, dass das was ist, was die Patienten offensichtlich voranbringt. Und man muss ja immer sagen, die Patienten haben diese Masken zu Hause. Die Ansage ist, sie zu nutzen. Der Tag hat 24 Stunden, davon sollten so 5 bis 6 Stunden mit Maske verbracht werden, idealerweise in der Nacht, idealerweise im Schlaf. Dann verbessert sich die Schlafqualität und die 5 Stunden sind abgearbeitet und tagsüber hat der Patient sozusagen mit der Beatmung erstmal nichts zu tun. Er darf natürlich zum Mittagsschlaf, aber die meisten Patienten kommen mit 5, 6, 7 Stunden Maskenbenutzung aus. Und an der Stelle muss man sagen, dass man eben deutlich vorangekommen ist. Also wir sehen deutlich verbessertes Gesamtüberleben, das sind die harten Zahlen, aber wir sehen auch deutlich gebesserte Langzeitüberleben, also deutlich bessere Lebensqualität. Wir haben gelernt, dass wenn der Patient auf der Intensivstation war und auf die Normalstation verlegt worden ist und noch entsprechend schlechte Parameter hatte, also ein entsprechend hohes, schlechtes CO2, hat man ihm früher auch gleich eine Beatmung für zu Hause verschrieben. Das macht man heute nicht mehr, sondern man hat aus den Studien auch gelernt, man muss erstmal ein bisschen warten und den Patienten, ich sag mal, abkühlen lassen und erstmal einen Abstand von 2 bis 4 Wochen nach der Intensivstation gewinnen und dann nochmal Blutgase messen und entscheiden, ob er wirklich dauerhaft diese Beatmung zu Hause braucht, also ob er auch davon profitiert. Und wir sehen, dass die Patienten es natürlich zu Hause freiwillig nehmen, dass die Patienten natürlich unbeobachtet sind und ja zu Hause machen können, was sie wollen. Es gibt allerdings Betriebsstundenzähler, das weiß der Patient, den sieht er auch und den sehen wir auch. Und daraus können wir schließen, dass es doch eine Sache ist, die von den Patienten relativ gut akzeptiert werden. Das heißt, die Betriebsstundenzähler gehen oftmals so richtig gut nach oben, woraus wir eben schließen können, dass das, was wir als Ärzte den Patienten angedacht haben, verordnet haben, angepasst haben, dass das auch genutzt wird und dass dann die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten Patienten eben als freiwillige, brave Nutzer regelmäßig und gut damit zurechtkommen und die ganze Angelegenheit, die ganze Geschichte der nicht-invasiven Beatmung wird auch in der Broschüre hier
vom Veranstalter dargelegt. Diese Broschüren liegen aus, da vorne am Stand von COPD Deutschland. Die habe ich da vorne unten rechts auf der Ecke schon liegen sehen. Und wer sich weiter zu diesem Thema, sage ich mal, kundig machen will, der ist mit BiPAP, das ist ein anderes Wort für nicht-invasive Beatmung, BiPAP bei COPD und Lungenemphysem, mit dieser Broschüre sicher auch gut beraten. Und damit danke ich ganz herzlich fürs Zuhören.